Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und heute ist es mal wieder ein Mystery Unboxing. Ich war ganz verblüfft, als ich nach Hause kam und vor meiner Tür stand ein Paket. Ich dachte mir so, hä? Ich habe gar nichts bestellt. Und ja, wer war's? Mal wieder der gute Al Movies, hat hier ein Paket mir zugesendet. Al Movies, du hast mir gar nicht Bescheid gegeben oder so. Was soll das? Du hast mir doch schon was geschickt. Also, das macht mich immer so fertig. Und da ist das gute Paket. Und ich werde jetzt nicht von vorne zeigen, weil das alles zugekleistert mit den ganzen Adressen. Hier sind noch so ein paar Schneeflöckchen aufgeklebt. Sehr cool. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil schon wieder ein Paket. Und boah, ist das noch komplett so gewesen? Oder ich bin gerade etwas perplex, muss ich echt sagen, dass das schon wieder ein Paket ist. Und ich hoffe, ich mache es richtig auf. Oder hattest du das hier? Oder muss ich es hier unten aufmachen? Kann natürlich auch sein, dass ich hier unten aufmachen muss. Falls du einen Brief reingemacht hast, ich weiß es ja nicht. Da ist Folie. Da ist Folie und ja. Gut, dann machen wir das mal hier auf. Ob ich es hinkriege. Man weiß es nicht. Dass ihr es auch nicht seht, die ganzen Adressen und so. Außer ihr wollt mir auch ein Mystery-Paket schicken. Und meine Verblüfftheit zusehen. So, Almovies, was hast du denn mir hier geschickt? So, bin ja mal gespannt. Ja, da ist ein Brief. Godzilla-Fan 1990, das bin ich. Legen wir mal kurz den Karton hier runter und schauen mal, was du mir da geschickt hast. Ach, ist es für Weihnachten? Oh, das wusste ich nicht. Das ist für Weihnachten, das wusste ich nicht, Almovies. Tut mir echt leid, weil es waren zwar Schneeflocken drauf, aber da stand nichts jetzt dabei. Aber ich schau einfach mal rein. Alles Liebe für dich, Godzilla für 1990. Hoffe, es gefällt dir ein wenig. Almovies Andy aus Wien. Ja, ist doch nicht vielleicht Weihnachten. Oder es ist schon ein Vorweihnachtsding, ich weiß es nicht. Almovies, es tut mir jetzt leid, dass ich es aufgemacht habe. Ich hoffe, es ist okay. Ich schaue jetzt einfach trotzdem mal rein, was da alles drin ist. Und ja, Almovies. Du verfolgst meinen Kanal doch nicht so richtig. Almovies, natürlich, ich freue mich jetzt tierisch gerade über das Teil. Nur muss ich leider sagen, ich habe die Funko Pop schon von Kong. Ich freue mich trotzdem tierisch drauf. Vielen, vielen Dank. Aber ich habe die hier schon. Ich habe die schon. Die Funko Pop von Kong. Oder Funko Pop. Und ja. Aber wenn es für dich okay ist, werde ich sie verlosen. Mal. Wenn es für dich okay ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe die leider schon, ich kann es dir gerne beweisen. Ich kann gleich die Kamera rüberschwenken und da drüben steht die neben dem Burning Godzilla. Und da drüben ist die schon, ich habe die leider schon. Tut mir echt leid, Almovies, die habe ich mir schon gekauft gehabt. Im Mai auf der Comic-Con in München. Ich habe die leider schon. Trotzdem vielen, vielen, vielen Dank für die Funko Pop. Sehr vielen Dank, aber ich habe es leider schon. Tut mir echt leid, jetzt dich enttäuschen zu müssen. Aber auf was ich mich echt am meisten freue, ist die Folie. Klingt zwar jetzt echt scheiße, aber ich brauche Verpackungsmaterial, da ich einiges am Verkaufen bin oder eher gesagt schon verkauft habe. Und es tut mir jetzt richtig tierisch leid, weil ich habe die echt schon. Tut mir echt leid. Und wie gesagt, wenn ich es darf, Almovies, dann wird die verlost demnächst. Und da ja eh bald irgendwann in naher Zukunft mal wieder ein Special kommt, weil ich dann endlich die vierstellige Zahl endlich geknackt habe, wird dann, denke ich mal, der mit reintrudeln. Also,
Trotzdem, vielen Dank, Almovies. Ich freue mich tierisch drauf, weil das ist mein Thema. Kong, Godzilla und so weiter ist mein Thema. Aber leider habe ich es schon. Von dem her hoffe ich, darf ich es verschenken dann an gewisse Abonnenten oder so. Gut, das war's dann nun wieder mit diesem Mystery Unboxing. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und nochmals danke, Almovies oder Algames. Ciao.